Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute. Heute geht es in diesem Video um das Thema ketogene Ernährung und warum ich den Frauen im Allgemeinen bzw. den meisten Frauen keine ketogene Ernährung empfehle, wenn sie abnehmen wollen. Ja, ich arbeite jetzt schon seit vielen, vielen Jahren mit vielen Menschen zusammen, auch mit vielen Frauen, die zu mir kommen, weil sie hormonelle Disbalancen haben oder weil sie abnehmen wollen und schon alles ausprobiert haben und Sport machen und nichts funktioniert. Und das, was mir am meisten auffällt, ist, dass die meisten Frauen, die zu mir kommen und eben abnehmen wollen, ich würde sagen zu 85-90% eine sogenannte Östrogendominanz haben. Östrogendominanz bedeutet, dass das Östrogen, was ja der Überbegriff für die weiblichen Hormone ist, dass das im Körper zu stark vorherrscht oder dass eine zu starke östrogenartige Wirkung im Körper besteht. Woher das kommen kann, da mache ich gerne noch ein separates Video drüber und werde es euch online setzen. In dem Video geht es jetzt aber erstmal primär um die ketogene Ernährung und was hat die denn eigentlich mit der Östrogendominanz zu tun? Ja, also Östrogendominanz, wie gerade erklärt, bedeutet eine zu starke östrogenartige Wirkung oder man hat zu viele Östrogene im Körper. Jetzt muss man wissen, Östrogen macht eine Frau weiblich und rundlich. Ja, deswegen haben natürlich Frauen von Natur auch aus mehr Körperfett wie Männer, weil wir einfach mehr Östrogene haben und Männer haben natürlich mehr Testosteron. Testosteron ist sehr verantwortlich für den Muskelaufbau, für den Körperfettabbau und Östrogen macht uns Frauen eben nicht zu einem gewissen Grad weiblich und rundlich. Jetzt, wenn viele Frauen abnehmen wollen, haben sie das Problem, dass sie aber zu viele Östrogene im Körper haben. Das heißt, diese Östrogene halten sie weiblich und rundlich. Da können sie so viel Sport machen, wie sie wollen, da können sie alles Mögliche ausprobieren und vielleicht haben sie einfach das Gefühl, nichts funktioniert. Und ein Merkmal von der Östrogendominanz ist, wenn man sehr viel Körperfett an den Beinen und am Po speichert. Das heißt, wenn ihr da mehr Körperfett habt, dann kann das ein eindeutiges Zeichen dafür sein, dass ihr eine zu starke östrogenartige Wirkung im Körper habt oder eben zu viele Östrogene. Jetzt, was hat denn das mit der ketogenen Ernährung zu tun? Das ist eigentlich relativ simpel. Die ketogene Ernährung zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass man den Kohlenhydratanteil massiv runterschraubt, meist auf ca. 5%. Und dass man ansonsten viel Fett isst und viel Eiweiß. Bei der ketogenen Ernährung sind auch so Sachen drin wie Milchprodukte, die zum Beispiel viel Cholesterin liefern. Oder auch dunkles Fleisch, zum Beispiel Rind, liefert sehr viel Cholesterin. Jetzt seht ihr hier schon, ich habe das schon markiert, Cholesterin bedeutet Östrogen. Also das Östrogen, das Hormon im Körper, wird gebildet aus Cholesterin. Das heißt, wenn ihr abnehmen wollt und ihr habt eine Östrogendominanz schon von vornherein und ihr führt dann die ketogene Ernährung durch, um abzunehmen, aber euer Problem ist eigentlich genau das Thema Östrogen, was ja unter anderem durch dieses Cholesterin dann vermehrt gebildet wird im Körper, dann kann es sein, dass ihr die ketogene Ernährung durchführt und merkt, ihr macht da irgendwie nicht die Fortschritte, ihr kommt da irgendwie nicht voran, ihr nehmt irgendwie nicht ab. Und das kann einfach nur dadurch entstehen, weil diese ketogene Ernährung eben sehr fettreich ist, sehr fettintensiv ist und dadurch eben mehr Cholesterin in den Körper kommt über die Ernährung, was eben dazu führt, dass mehr Östrogen gebildet wird. Und dieses Östrogen macht einen wieder weiblich und rundlich, beziehungsweise hält einen weiblich und rundlich. Aus diesem Grund würde ich für die meisten Frauen, das beziehe ich jetzt nicht auf alle Frauen, weil ich finde, man darf nie etwas total verallgemeinern und sagen, das trifft jetzt auf jeden zu, aber für die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe und die wirklich viel Körperfett an den Beinen und am Po haben, würde ich eine ketogene Ernährung nicht unbedingt empfehlen. Ich würde sicherlich eine Low-Carb-Ernährung empfehlen, vorübergehend, bis man effektiv abgenommen hat, aber ich würde keine ketogene Ernährung empfehlen, wo sehr, sehr viel Fett enthalten ist, weil eben genau das dann diese Östrogendominanz halten kann oder sogar teilweise noch verstärken kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, gerne in die Kommentare posten. Ansonsten freue ich mich total über euer Like, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und wenn ihr allgemein mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall gerne meinen Kanal. Bis bald!